Mom? Ja, Colton? Weißt du, dass ich eine Schwester habe? Natürlich weiß ich das. Cassie ist deine Schwester. Nein, ich meine, ich habe zwei Schwestern. Das eine Baby ist in deinem Bauch gestorben, stimmt's? Wer hat dir erzählt, dass in meinem Bauch ein Baby gestorben ist? Ein kleines Mädchen kam auf mich zu, hat mich gedrückt und mich nicht mehr losgelassen. Der Schmerz, den ich erleiden musste, war nichts im Vergleich dazu, meinen Sohn dem Tod so nahe zu sehen. Im Krankenhaus sagte man mir, dass man nicht damit gerechnet hat, dass er überlebt. Es fehlt das Wort Wunder. Mein Sohn hat Dinge gesehen, die er so nie hätte wahrnehmen können. Ihr Sohn hatte eine Nahtoderfahrung. Ich bin aus meinem Körper raus und konnte alles sehen. Mom war in dem einen Raum. Und du warst in einem anderen. Er starrt schon seit Stunden auf dieses Ding. Stimmt irgendwas mit Colton nicht? Er sagt manchmal so komische Sachen. Du hast deinen Großvater Pop genannt, nicht wahr? Ich war etwa so alt wie du, als er starb. Er ist wirklich nett. Du hast meinen Großvater gesehen? Ist das der Mann? Das ist er. Das ist Pop. Cassie, stimmt es, dass du einen Jungen geschlagen hast? Die beiden haben sich über Colton lustig gemacht. Wird Cassie jetzt dafür bestraft? Wieso denn? Ich werde ihr zeigen, wie man zuschlägt, ohne dass es ihr wehtut. Ich würde ihm so gern glauben, aber alles, wovon er spricht, kann unmöglich wahr sein. Wir bieten dir unsere Hilfe an, aber unsere Stadt darf nicht zum Zirkus werden. Keiner von euch glaubt mir, habe ich recht? Manche Menschen haben Angst davor, an etwas zu glauben. Ich finde nur, dass wir uns erstmal auf dieses Leben konzentrieren sollten. Glaubst du, mein Sohn ist im Himmel? Feuer! Er hat mir gesagt, dass alles gut ist. Du brauchst keine Angst zu haben. Er bewirkt etwas. Konnten wir nicht schon oft einen Blick auf den Himmel werfen? Im ersten Schrei eines Babys, im Mut eines Freundes, in der Liebe einer Mutter oder eines Vaters? Ich sehe etwas, also glaube ich es. Und du?